wer wie eingerichtet ist zu Hause, oder? Welches Wohnzimmer, guck mal, jetzt hat der das Wohnzimmer gekauft und so weiter, oder? Ja. Oder gab es nur drei Wohnzimmer und ganz Peiner hatte insgesamt nur drei Wohnzimmer? Es gab ja kein Ikea und den ganzen Tag. Nee, gar nicht. Das war wirklich toll damals noch. Also das waren, es gab auch so diese Stilmöbelhallen und die rustikale Halle und all sowas. Und damals kam das gerade so auf mit Mitnahmesachen. Das war ganz was Besonderes. Das war ganz hip, dass man sich so irgendwie einen Klappstuhl mitnehmen konnte und nicht 8 Wochen auf die Lieferung warten musste. Und so. Das war toll. Und ich konnte da, musste da haben da sich in schwedischen Gefängnissen auch schwer gelangweilt. Ja, natürlich. Zeit, ja. Wir mussten das ja da zusammenschrauben. Und ich habe das dann in, ich habe da dann Sonntagsdienst gemacht und musste, habe dann sonntags aufgepasst, dass keiner eine Schrankwand unter der Jacke rausträgt. Und meine schönste Erinnerung, eine wirklich schöne Erinnerung damals, also nur so aufgepasst und Durchsagen gemacht, dass das Café-Restaurant geöffnet ist, wie viel der Kuchen kostet und so. Mhm. Und eine schöne Erinnerung war, das eben sagt auch, wie es in Peine halt so war, das war Ostersonntag, wirklich. Und da kam jemand und sagte, entschuldigen Sie bitte, aber ich glaube, in einem ihrer Schlafzimmerschränke hat jemand sein Geschäft verrichtet. Und da hat, nee. Hat jemand in den Schlafzimmerschrank geschissen, um es mal kurz zu sagen. Groß oder klein? Groß. Nee, ist nicht wahr. Ja, ganz groß. Habt ihr Klopapier drin gehabt oder was? Es war sauber so eine Wurst. Das ist so eine der Erinnerungen, die bleibt haften. Das ist so, dass wenn ich an Peine zurückdenke, denke ich an Ostersonntag im Möbelhaus. Ganz pragmatisch, habt ihr das dann entfernt, den Schrank trotzdem verkauft oder wie war das dann? Den, weißt du das der war dann, ja, der kriegte Sonderpreis, und, also mehr. Und ich weiß noch, was das Panik war. Also dass alle, es war nur es wurde alle Schränke durchsucht. Alle waren vor dem Schrank. Was machen wir da? Und dann sind wir wirklich mit haben Toilettenpapier so in riesigen Bündeln gemacht und so rübergestülpt und das dann versucht so zu entfernen und sind dann mit so Sprühzeug rüber und es war widerlich. Es war ganz, ganz furchtbar. Ja, aber du, wenn man sonst keinen Spaß hat, ich meine, das war eine der aufregendsten Geschichten, die ich aus meiner Heimat erzählen kann. Ich meine, als ich das jedenfalls gesehen habe, dass dein Vater Wohnzimmer verkauft hat oder im Möbelhaus gearbeitet hat, da habe ich, Internet ist ja toll. Da gibt es ja einfach ein www.wohnzimmer.de oder sonst irgendwas, Wohnzimmer. Und kriegst da tausende von Seiten. Es gibt eine Seite mit den Wohnzimmern von Promis. Mm. Wie das ja so heißt, Prominente. Ja. Und ich würde ganz gerne mal rauskriegen, ob du errätst, von wem das sein könnte. Diese Wohnzimmer sein könnten. Hier haben wir das allererste, ein wirklich ganz hervorragend, wunderschönes Wohnzimmer. Mit Bett an der Bar, das sieht so aus wie Hugh Hefner oder Heiner Lauterbach oder so in die Ecke. Heiner Lauterbach ist richtig, das gibt's doch nicht. Ehrlich? Heiner Lauterbach, das ist Heiner Lauterbachs Wohnzimmer. Das war jetzt nur wegen Bett an Bar. Ja, Bett an Bar, großer Stecher. Also hier saufen und sofort die Alte reinschubsen. Das muss also so, ne? Ohne Weg dazwischen. Und dann auch verspiegelt, siehst du das? Über dem Bett ist verspiegelt. Ah ja, das dann hätte ich es gleich gewusst. Aber ja, das war ne? Ja, das, wenn du noch Foto, dann mit Jenny Elvers hat er ja auch gewohnt. Also klar, ja. Okay, nächstes. Oh, das ist schon. Ich kann ein bisschen helfen. Das ist er macht eine große TV-Show. Große TV-Show, aber es ist eher langweilig, ne? Also das ja, es stinkt langweilig. Das stinkt langweilig. Pilawa oder so. Nee. Er ist sehr lustig angezogen. Untenrum. Boning. Nein, nee. Nein, macht keinen. Ganz, ganz untenrum. Untenrum. Schuhe. Oh, nein, hör auf. Ja. Das ist, ich habe so gedacht, da schwingt der Zopf der Langeweile mit. Ciano Jobatai? Ja! Ja! Ciano Jobatai, Wohnzimmer! Ja. Aber es passt. Und passt, ne? Das passt. Also so hätte ich es mir ungefähr vorgestellt. Abwaschbar, wenn man brechen muss. Das passt dazu, ja. Oh, furchtbar. Die gelbe Tischdecke ist herbe, ne? Das ist ganz fies. Und dieser Teppich und diese Palme. Also die ist bestimmt schon inzwischen eingegangen. Aber das ist so eine wirklich, also ich weiß, das war Sonderangebot. Das waren immer die Modelle, die raus mussten. Das ist so Mitte der 80er. Aber ist schon ein bisschen crazy. Also siehst du, oben ist so ein bisschen schräg, die stehen. Also ich finde, da steht, verstehen Sie Spaß, groß drüber. Oder? Also das ist ganz, wirklich. Das so, nächstes. Eine Frau? Sieht nach einer Frau aus, ne? Ja. Warum? Von der Farbe und sehr sauber. Diese Bonbons da auf dem Tisch. Diese Bonbons auf dem Tisch und so. Also da würde ich würde in Richtung Frau gehen. Stimmt das? Ja, Frau ist richtig. Eher ein bisschen, also es ist so der Versuch, modern zu sein, ne? So ein bisschen. Also so, Ulla knapp im Schritt oder sowas in die Richtung würde ich denken. Richtig! Ulla Reit im Wink! Ulla Katz am Brink! Ulla Katz am Brink! Ulla Katz, du warst hier zu Hause mal. Nein, ich schwöre wirklich bei allem, was mir heilig ist, beim Möbelhaus und bei Würsten in den Schlafzimmerschränken. Ich habe das noch nie, es ist wirklich, was ich einfach... Komm, die da Assoziation. Habt ihr gemeinsam... Nein, nein? Also ich habe nie ein Foto... So nah sind wir uns nie gekommen. Sie war in der Sendung, aber das war alles. Also sie hat nie ein Foto gezeigt von ihrem Schlafzimmer oder von ihrem Wohnzimmer.
Ein letztes noch. Unglaublich. Aber dann, ja. Ein letztes noch. Es ist schwierig. Also düster. So siehst du Details auf dem Tisch? Aschenbecher. Zwei Aschenbecher? Zwei Aschenbecher. Also jemand, der viel raucht. Es ist eher dunkel. Kein Licht. Oder rauchige Freunde hat. Oder rauchige Freunde hat. Das ist sehr schwer. Erdnüsse. In der Glasschale. Schauspieler? Nein. Moderator? Männlich. Hat's versucht. Nee, gar nicht nur männlich, nee. Weiblich? Ja. Hu. Mhm. Hat versucht zu moderieren. Hat versucht zu moderieren, das gibt ja auch viele. Flog raus bei ihrem Kerl. Sabine Christiansen? Nein. Nein. Flog bei ihm. Jenny Elvers? Nein. Nein. Wer kann das sein? Da aber auch gelüftet, glaube ich. Nadel. Ja! Ja! Das ist Nadels derzeitige Hütte. Okay, das ist so. Das stimmt. Hätte man drauf kommen, also das was Dieter nicht mehr haben wollte, hat sie mitgenommen und hat das hingestellt. Weil hätte aber auch Tjerno Jobertal sein hätte können. Hätte auch Tjerno. Also wenn vielleicht, wenn die beiden, die wären vielleicht auch ein Paar, oder? So? Hm? Könnte sie auch so, das wäre so wie Kurt Felix und Paola, also bei Verstehen Sie Spaß auch. Aus der Tjerno und Nadel. Das fände ich eine schöne Idee eigentlich.